Zoom-Funktionen in Draw und weiter unter Windows. LibreOffice 7.3. Zoom-Funktionen und Ansichtslayout in der Statusleiste. Mit den Zoom-Funktionen können Sie die Bildschirmanzeige von LibreOffice, also den Zoom-Faktor, hier auch Maßstab genannt, vergrößern oder verkleinern. Den aktuell eingestellten Zoom-Faktor sehen Sie als Prozentwert rechts in der Statusleiste. Die Einstellungen für den Zoom-Faktor können Sie auch über das Menü Ansicht Maßstab vornehmen. Der Zoom-Faktor ist ein prozentualer Wert und kann nach Bedarf verändert werden. Hiermit wird die Anzeige an die Breite des Textes im Dokument zum Zeitpunkt der Ausführung dieses Befehls angepasst. Die Seite wird in ihrer ganzen Breite angezeigt. Der obere und oder untere Seitenrand sind unter Umständen nicht sichtbar. Zeigt die gesamte Seite auf Ihrem Bildschirm an. Sie können die Werte 50, 75, 100, 150 und 200% direkt auswählen. Die Einstellung 100% bedeutet, dass das Dokument in seiner aktuellen Größe angezeigt wird und die Seitenbreite innerhalb der grauen sichtbaren Arbeitsfläche liegt und der Text normal lesbar sein sollte. Dialogmaßstab und Ansichtslayout. Optimal passt die Anzeige an die Breite des Textes im Dokument zum Zeitpunkt der Ausführung dieses Befehls an. Breite Höhe anpassen. Zeigt die gesamte Seite auf Ihrem Bildschirm an. 100% zeigt das Dokument in seiner aktuellen Größe an. Variabel. Geben Sie den Maßstab für die Anzeige des Dokuments als Prozentwert in das Feld ein. Ansichtslayout. Für die Textdokumente können Sie verschiedene Ansichtslayouts einstellen. Verringern Sie den Maßstab, um zu sehen, was die einzelnen Layouts bewirken. Automatisch. Im Ansichtslayout automatisch werden so viele Seiten nebeneinander angezeigt, wie der Maßstab zulässt. Einzelne Seite. Die einspaltige Ansicht zeigt die einzelnen Seiten untereinander, aber nie nebeneinander. Spalten. Im Spaltenlayout werden die Seiten entsprechend der eingestellten Spaltenzahl nebeneinander angezeigt. Geben Sie die Anzahl der Spalten an. Buchmodus. Im Buchmodus sehen Sie zwei Seiten nebeneinander, wie in einem aufgeschlagenen Buch. Die erste Seite ist eine rechte Seite mit einer ungeraden Seitennummer. Zoom-Balken plus minus. Am Zoom-Balken können Sie jeweils außen auf das Minus- oder Pluszeichen klicken, um den Zoom-Faktor zu verkleinern oder zu vergrößern. Die Stellung des Schiebers auf dem Zoom-Balken ist jeweils der aktuelle Zoom-Faktor. Sie können den Schieber nach links oder rechts ziehen. Die schwarzen Trennstriche zeigen 100% und andere Werte. Sie können auch einfach an einer beliebigen Stelle des Zoom-Balkens klicken, um einen kleineren oder größeren Zoom-Faktor zu wählen. Zoom-Funktionen und Ansichtslayout im Menü. Wählen Sie im Menü Ansicht Maßstab. Die Einstellungsmöglichkeiten entsprechen im Wesentlichen denen in der Statusleiste. Zoom-Funktionen Sonstiges. Auch so können Sie die Zoom-Stufe einstellen. Halten Sie die Taste Steuerung gedrückt und scrollen Sie mit dem Mausrad, um den Maßstab zu verändern. Und in Draw, sollten Sie eine Maus mit Scrollrad nutzen, dann wissen Sie sicherlich, dass Sie in LibreOffice mit dem Scrollrad verschieben und zoomen können. Drehen Sie das Mausrad und drücken Sie währenddessen eine der Tasten. Die Umschalttaste verschiebt das Blatt nach links oder rechts in der Ansicht.
Die Tasten Steuerung oder Alt-GR vergrößern oder verkleinern das Blatt in der Ansicht. Tastaturkürzel. Im Nummernblock zoomt die Taste Slash das markierte Objekt auf Ansichtsbreite. Die Taste Stern im Nummernblock zoomt so, dass das gesamte Blatt sichtbar wird.